Kann ich nicht arbeiten? Delfino, Mensch. Das machst du einfach mal richtig. Machst du nicht ständig wie ich? Mach's doch mal richtig. Den verliere ich schon wieder. Das sehe ich doch gleich. Oder vielleicht auch nicht. Dann gewinne ich doch noch. Und tschüss. Verpiss dich, gehört mir hier. Sie haben einen Sieg errungen. Ihre Siedlung wird angegriffen? Och, leck mich doch, du Kackdreckspiel. Was ist dein verficktes Problem? Vorhin hat es viele Soldaten, das ist das Problem. Hallo, ihr Bratigel. Wieso Bratigel? Wer brät den Igel? Das kleinste Spiel hat 4 Mega, aber das größte 67. Oh Gott. Das sind jetzt ja über 100 Spiele. Alter. Wieso hast du so viele N64-Spiele? Was ist euer Problem? Könnt ihr nicht einfach normale Menschen sein? Ich ziehe hier nur Freaks ab an. So, jetzt muss ich mal die Weg wieder verbinden. Muss ich mal krass wieder Wegverbindung bauen? Wo hast du Bescheid? So. Gut. Nein, Moment, ich muss ja noch. Ah, ich kämpfe da oben noch, ich Vollpfosten. Och nee. Nein, wir sind heute schon zwei. Du musst wieder gehen. Mehr als zwei passen nicht in diesen Chat. Es sei denn, Dings ist wieder gegangen. Angetta mit Max. Wie spricht man diesen Namen aus? Angetta Maxi oder. Wie auch immer. Nennt euch doch mal richtige Namen. Einfach mal A oder B oder Smartphone dreht wieder das Bild, weil es Lust dazu hat. So, hier schnell Straße bauen, dann hier schnell dreh dich. Dummes Ding. Aber ich liebe dich doch. Ja, aber ich bin nicht schwul. Dumm gelaufen, wa? Könntest du bitte mal gewinnen? Das wäre ganz geil, wenn ich das sehe, was da schon angelaufen kommt. Ich hätte den, wobei hätte ich ihn nicht angegriffen, hätte er mich mit 2 Milliarden Truppen bombardiert. Ne? Die ich jetzt damit. Ich wäre so oder so bombardiert. Dabei sind die Bomber doch noch nicht mal erfunden. Was ist das für ein Unsinn? So, wieder Straße bauen. Straße bauen, Straße bauen. Fähnchen setzen. Sonst vergesse ich das nachher wieder. Rüber scrollen. Dahin. Könnten wir jetzt bitte mal gewinnen? Wie sieht's denn aus? Habe ich zu spät gespeichert? Nee, ne? Das ist doch platonisch. Aber ich habe doch gar keine Plateauschuhe. Oh Gott. Ich wohne auch nicht auf einem Plateau, es ergibt gar keinen Sinn. Habe ich? Ich habe nicht zu viel, oder? Die kämpfen noch nicht hier. Nee. Nee, ich kann also theoretisch noch gewinnen. Nicht, dass ich hier schon den Ausgang des Spiels gespeichert habe. So. Straße bauen. Fähnchen setzen. Es ist wie zurückspulen, nur ohne dass man zurückspulen muss. Könntest auch einfach mal gewinnen, weißt du das? Was eine Plateaufrisur? Nee, nicht wirklich. Ja, wo ist denn das für Kraut? Was? Ich muss das mal laden. Was sind das für. Wieso jetzt Kraut? Hey. Ich habe heute kein Kraut zum Essen. Red doch mal Deutsch. Also bitte. Das wollte ich jetzt nicht. Aber irgendwie schon. Ich.
bin irgendwie abgelenkt. Ich muss mich hier konzentrieren. Hallo, ich muss taktische Manöver durchführen mit meinen Truppen. Und taktische Manöver ist viel Speichern und Laden. Das ist... Oh, jetzt gewinn doch einfach mal, du Pisser. Nein, ich habe letzten Samstag nicht gestreamt, weil ich hatte letzten Samstag ab, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so 16 Uhr Internetprobleme und so ab, ich weiß nicht, 18, 19 Uhr hatte ich dann irgendwie so 5 Minuten Internet und dann hatte ich mal 10 Sekunden kein Internet und dann hatte ich wieder ein paar Minuten und ja, da konnte ich dann nicht streamen, deswegen habe ich Samstag auch nicht gestreamt. Aber ich habe es irgendwie geschafft, nach, weiß nicht, einer Dreiviertelstunde versuchen, das Event zu löschen, das ich streamen wollte. Weil ich irgendwie mich eingeloggt hatte bei YouTube, dann war das Internet weg und dann musste ich mich wieder einloggen und es war großartig. Großartig. Deswegen gab es kein Stream. So, ich muss aber auch die Straße bauen. Ich muss die Straße schon wieder bauen. Ich werde 24 Stunden wieder Straße bauen und zwei Fähnchen setzen. Großartig. Das hat YouTube noch gebraucht. Können wir jetzt bitte mal gewinnen? Das wäre ganz geil. Ja, vielleicht. Nein. Ach, komm schon! Irgendwie wollten wir da ja Civ zu Ende spielen, aber hey. Aber jetzt können wir es auch wieder nicht zu Ende spielen, weil der Fino wieder nicht will. Oder wieder irgendwelche halbnackten Frauen verprügeln muss oder sowas. Oder wieder irgendwelche Pornospiele mit Kindern spielen muss. Irgend sowas. Was der Fino halt so macht, Samstagabend. So, können wir jetzt bitte mal gewinnen? Ja, das fängt schon mal gut an. Können wir jetzt bitte gut weitergehen? Ja? Nein? Komm schon, na also, danke. Aber morgen werde ich hoffentlich streamen, es sei denn, das Internet ist wieder weg, aber das hoffe ich doch nicht. Wenn nicht, muss ich wohl doch mit dem WLAN vom Nachbarn ins Internet. So, 2, oh Gott. Also 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nee, 11, ich glaube es sind 11 gerade. Können aber noch mehr werden. Feind hat mehr angreifende Soldaten als ich Zuschauer. Ich dachte, wir wären es. Warum will der Fino nicht? Weil er keine Lust hat. Der ist nicht mein Sub. Mein Sub. Der wohnt einfach nur bei mir im Wandschrank. War ein sehr billiges Modell vom Wandschrank. Deswegen wohnt er da. Oh Gott, Zweikämpfe. Ah. Das fängt auch schon mal gut an. Ja, vielleicht wird das was. Das wurde schon mal was. Oh, so, alles schon mal ganz gut. Ist schlimm. Kaum spielt die Siedler 1, ist hier Leute im Chat. Was soll denn das? Liegt an Siedler 1. Ich muss mehr Siedler 1 spielen. Jetzt soll ich immer so einen Abschnitt des Videos Siedler 1 eingeblendet lassen. So kann ich so nebenbei spielen. Peitsche den manchmal. Nein. Aber manchmal schließe ich die Schranktür einfach zu. Gewinnst du? Du gewinnst, ne? Ja, danke. Danke. Ich habe langsam das Gefühl, dass
Stefan so ein kranker Freak ist, der irgendwann nachts vor meiner Tür auftaucht und versucht, mich umzubringen, weil ich nicht genug streame oder sowas. 2, 4, 6, 8. Nicht frech werden. An wen geht das jetzt? An mich oder an Stefan? Moment, das ist jetzt irgendwie irritierend. Wen meinst du damit jetzt, Delfino? Vielleicht soll ich Delfino mal zum Moderator machen, damit er den Chat mal moderieren kann. Ich bin ein Pazifist. Das heißt, du lässt mich von irgendjemandem erstechen? Interpretiere ich das jetzt richtig? Da kommt noch eine. Oh, das könnte mal so langsam aufhören. Militärisch gesehen bewegt sich bei dem halt nichts alles. Ist doch abartig. Ich töte hier einen Soldaten nach dem anderen, weil ihm so, ja, ich bleib mal da, wo ich bin, ne? Ach. Fängt schon mal gut an. Was habe ich denn da noch so drin? Noch ein Leutnant. Und Gold. Ich habe Gold da drin. Gold. Bringt mir noch nicht viel. Wortbannen. Ich glaube, das funktioniert hier nicht. Wobei, versuch's mal mit einem Ausrufezeichen. Oder ohne Vorzeichen? Ich weiß gar nicht mehr. Hängt ein bisschen vom Server ab. 2, 4, 6. Ja, der Feind hat noch 6. Sehr gut. Apropos, habe ich hier oben noch mal eine Flagge? Ich habe hier oben noch mal eine Flagge, ne? Will ich hier mal was bauen? Mache ich gleich, wenn dieser Angriff mal weg ist. Moment, ich bin zu weit. Bin ich denn jetzt? Zu weit oben oder zu weit unten? Ah, da bin ich mal richtig. Ich habe es wieder gefunden. So. Ich richte einfach mal einen Bot ein in meinem Stream. Moderator lohnt sich erst ab 5 Leuten. Was? Wer hat denn sowas? Ziel 1, au, einem Amiga mit 2 Mäusen war mega. Der Fino meint immer alles ernst. Habe ich auch erst lernen müssen. Aber da war's, als ich es gelernt hatte, war es schon zu spät und ich habe schon Diablo gespielt. Das ist ganz schrecklich. Pass auf. Oh Gott. Dieser Witz mit dem Ernst und dem Hugo, ne? Das werde ich auch nie wieder los, glaube ich. Wie bin ich auf sowas überhaupt gekommen? So. Ich moderiere den Chat einfach, indem ich einen Bot schreibe, der jeder, der jeden Band, der irgendwie ein Zeichen schreibt, egal welches. Ich setze einfach mal alle Zeichen auf die Bannliste. Einfach mal den kompletten UTF-8-Satz. Ich verliere, ne? Ja. Das einzige Problem bei Siedler 1 ist das Kampfsystem. Das ist irgendwie, ja. Ja gut. Also gut, hätte ich ewig Ressourcen, so wie die KI, dann wäre es eine schöne Sache, aber habe ich nicht. Deswegen Straße habe ich wieder gebaut, ja. Ich müsste auch da mal eine Straße bauen. Das wäre endlich mal ganz gut, glaube ich. Uff.
Gewinne ich hier? Oder muss ich die Straße nochmal bauen? Ich muss die Straße nicht nochmal bauen. Gut. Wann spielst du Schicksalsklinge? Ja, Witz funktioniert leider nur in deinem Chat. Ja, das ist richtig. Schicksalsklinge. Jetzt muss ich erstmal ein paar Projekte beenden. Aber ich denke mal, wenn ich Arcanum irgendwann mal weiter und durchspiele, danach könnte man mal drüber reden. Müsste ich auch mal endlich weiterspielen, Arcanum. Es läuft ja wieder inzwischen. Ja, oder was ist inzwischen? Ist das, ich weiß nicht, lief unter Wein schon von Anfang an? Jetzt wird erstmal Siedler gespielt und morgen spiele ich vielleicht mal Europa Universalis 4. Mal gucken. Weiß gar nicht, was spiele ich denn morgen? Wo kommen denn die Baumstämme her? Ach so, wahrscheinlich habe ich die lagen die irgendwie vor so einem Wachhaus. Ja, da, was zur. Wieso läuft, warum läuft die da rum? Und wieso hatte die KI eigentlich diesen, das Spiel, diesen Weg nicht abgerissen, als ich das Wachhaus eingenommen habe? Ach, da kommen noch mehr. Ach komm schon. Geben wir mal auch irgendwann mal die Soldaten bitte aus. Ich muss jetzt erstmal Siedler durchspielen, bevor ich hier Schicksalsklinge spiele, ne? Morgen Ballerburg, was? Nee, das hat Probleme unter Wein mit der Auflösung. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Was soll denn der Unsinn? Nein, nicht an zwei. Ich hasse das. Der startet einen neuen Angriff, während auch der alte läuft. Was soll der Nonsens? Was ist das für ein Kack hier? Komm schon. Ja, kill den mal. Es läuft da unten. Das ist ein Hauptmann, den will ich nicht verlieren. Nein, das ist gerade. Moment, die laufen da vorbei. Nein, ich muss speichern. Oh. Außerdem ist Ballerburg, vor allem die letzteren Missionen, sauschwer. Also wenn wir von demselben Ballerburg reden. Es gibt ja mehrere Ballerburgs. Ist immer toll, wenn es mehrere Spiele mit demselben Namen gibt. Okay. Alles gut, alles bestens, alles wunderbar. Ich. Ach komm, Alter. Und seine militärische Macht geht halt null nach unten. Oh. Oh. Ich. Wow. Das ist wie dieser Hydra. Immer wenn du den Kopf abschlägst, wachsen zwei nach. Das ist. Das ist doch nicht wahr. Ich finde das Design und vor allem die Menüführung bei Siedler super, aber strategisch sehr einseitig. Es gibt kein Ballerburg 64, oder? Ja, das Problem ist halt, dass es irgendwie, wenn man sehr viel Gold hat, wird das einfacher. Das Problem ist, das fängt so, naja, so ab 200% fängt man halt an, mühelos durchzuhacken sich, aber da es ja Kartengröße 8 ist, mit sehr viel Gold dauert es halt ewig, bis das erreicht ist, weil das abhängig ist von der Gesamtgoldmenge, die auf der Karte vorhanden ist. Und ja. Also viel Glück bei denen, die das ohne Speichern laden spielen wollen. Sehe ich jetzt nicht. Also doch wieder 10 hinterlassen. Das werde ich auch irgendwann nochmal spielen. Irgendwann. Achso, ja, meine Siedlung wird angegriffen. Was du nicht sagst, Spiel. Gut, dass du mich darauf hingeweist. Mir haben ja gar nicht aufgefallen bei all den feindlichen Soldaten, die so rumkreuchen und fleuchen. Nein, der Kampf hat schon angefangen, oder? Ja. Das ist doch nicht wahr. Lass mich doch mal 5 Minuten in Ruhe. Das sollte Herr Wertig wirklich mal langsam ein Patch nachschieben für das Kampfsystem. Das geht so fein nicht.